Zum Neujahrsempfang hatte der Uschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmer am 3. Januar in das Thomas-Münzer-Haus eingeladen. Vertreter von Uschatzer Vereinen, Unternehmer, Abgeordnete und Stadträte waren gekommen, um die Neujahrsrede zu hören. Der Oberbürgermeister sprach zu den wichtigen Themen, die in diesem Jahr anstehen. Die Zukunft unserer Teilnetzbahn liegt vielversprechend vor uns. Die Strecke ist außer in unserem Stadtgebiet soweit saniert und die Diesel- und Dampfloks sind in Schuss. Und besonders stolz bin ich, Ihnen heute verkünden zu können, dass die Dölnitzbahn einen Triebwagen gekauft hat. Ab dem Sommer ist der Schülerverkehr mit einem modernen, barrierefreien Dieseltriebwagen unterwegs. Damit wird das Nahverkehrsangebot unserer Dölnitzbahn wesentlich attraktiver und schneller. Der erste Abschnitt des Mulde-Elbe-Radweges ist fertig und Fördermittel für die nächsten Bauabschnitte liegen bereit. Im Frühjahr vergibt der Stadtrat die nächsten Aufträge. Auch Liebschitzberg und Mügeln arbeiten an dem ehrgeizigen Projekt mit. Es gibt Pläne für die Zukunft, nur haben diese Pläne noch kein grünes Signal von den Förderbehörden erhalten. Keiner traut sich so richtig, mit seiner Unterschrift unser Projekt mit Übernachtungsmöglichkeiten und Kegelbahnen in der neu hergerichteten Schwimmhalle zu ermöglichen. In 4 Wochen wird der Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung über die neue Situation beraten und beschließen. Auf einen Baubeginn im Frühjahr brauchen wir realistischerweise nicht mehr zu hoffen. Ich werde in den Stadtteilen zu Einwohnerversammlungen einladen und unsere Perspektiven für dieses und die nächsten Jahre vor Ort erklären. Den Auftakt bildet das Uschatzer Gespräch am 28. März hier in der Stadthalle. Ein Thema dabei wird die Bildungsstrategie sein, mit welcher der Stadtrat beschlossen hat, den Schulcampus an der Bahnhofstraße auf kurze und lange Sicht auszubauen. Übernächste Woche wird mit einer Feier der neue Ort zum Grashüpfen übergeben. Ein großes Fest gibt es dann im Sommer, wenn es sich gemütlicher draußen feiern lässt. Die Erzieherinnen werden moderne Bedingungen vorfinden, den Ortkindern den Rahmen für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit in den ersten Schuljahren geben. Auf dem Campus wird außerdem an der Robert-Hertig-Schule weitergebaut. Der lang ersehnte Aufzug nimmt langsam Konturen an und die Fassade ist fast fertig. Fehlen noch die Außenanlagen an Ort- und Oberschule. Diese sind fest in den Haushaltsplänen verankert und es geht bald los. Es gibt genügend Grund zu Optimismus, der uns dann mit den Herausforderungen fertig werden lässt. Ich lade Sie ein, sich weiterhin in das Geschehen in und um Uschatz einzumischen. Freuen wir uns gemeinsam auf Diskussionen, Emotionen und Kontroversen. Setzen wir uns weiter Hand in Hand für eine gesunde Entwicklung der Stadt und der Region ein.